Hallo zusammen und willkommen bei Screenshooters, willkommen bei einer neuen Flashback-Ausgabe, willkommen auf dem Atari 800 XL und bei Spelunke. Ja, das habt ihr ja schon im Titel gesehen, ich sage es jedes Mal, aber manch einer hat den Titel vielleicht noch nicht gelesen, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall ganz genau, was wir heute hier spielen. Rausgekommen ist das Spiel 1983, Copyright 84 bei Brotherbond. Und es war im Ursprung eine Atari 8-Bit-Version, wurde dann später für den C64, MSX, NES und dem Nintendo 3DS und der Wii umgesetzt. Viel, viel, viel später gab es dann noch eine HD-Version und noch viel später, und zwar im Jahr 2021, so rund dritte Quartal, wurde dann noch eine HD-Deluxe-Version veröffentlicht. Das war dann für die PlayStation 4 und für die Switch. Ja, was ist das Ganze jetzt hier? Die Happy Computer macht als Stichpunkt komplexe Höhlenwanderei. Wir sehen das hier schon, es startet jetzt hier die Demo, da können wir schon mal ein bisschen reingucken. Und ich lese mal ganz kurz vor, was die Happy Computer geschrieben hat. Reaktionsspiele sind nicht immer eine reine Geschicklichkeitssache. Bei Spelunker sind auch eine Portion Strategie und Geduld gefragt, wenn man auf der Suche nach Edelsteinen durch ein großes Höhlensystem wandert. Der Spieler schlüpft dabei in die Rolle des wagemutigen Schatzsuchers. Dem in fünf Abschnitte unterteilten Höhlensystem droht Gefahr von niedlich heranspuckenden, aber bei Berührung tödlichen Gespenstern. Ja, da werden wir noch viel Bekanntschaft mit Schließen und Vögeln, die in Phönix-Manier mit Eiern werfen. Ferner wimmelt es nur so von Aufzügen, Mini-Vulkanseilen, Abgründen und anderen Hindernissen. Das Aufsammeln von Schätzen bringt natürlich Punkte. Der Vorrat an Lebensenergie muss speziellen Zapfsäulen regelmäßig ergänzt werden, wenn man nicht an Leben verlieren will. Ja, das können wir jetzt mal schon mal direkt hier angucken. Da unten seht ihr ja den Titel des Spiels, Spelunka. Links daneben sind so, ja, Symbole, sagen wir jetzt mal. Das sind dann Bomben oder Flares, Fackeln also und oder ähnliches. Da drunter der Balken, der da so immer konstant weniger wird, das ist unsere Lebensenergie, unsere Zeit. Bis die abgelaufen ist, müssen wir halt das Ganze wieder aufgefüllt haben. Da drunter die Punkte und rechts die Figürchen. Wer ahnt's, die leben, ne? Ja. Gut, bei der Steuerung des Schatzsuchers kommt man mit dem Joystick nicht aus. Vorher aufgesammelte Dynamitstangen kann man mit dem Druck auf D aktivieren. Jo, ich muss da gleich eine Verrenkung für machen, weil der Rechner steht links von mir. Und dann hat man noch die Space-Taste und die F-Taste. Da kann man noch ein paar andere Sachen mitmachen. Mit Space-Taste kann man den Geist hier abwehren. Und mit F kommt dann das Feuer, womit man die Vögelchen, die da oben sind. Wir werden es jetzt gleich, denke ich, sehen. Ob was macht. Ja, da. Dann kommt dann dieses Sternchen und der Vogel ist erstmal weg. So. Ein ganz wichtiges Element sind die Schlüssel. Ohne sie kann man die Tore nicht öffnen, die den Weg in den nächsten Höhleneingang versperren. Die Schlüssel befinden sich gemeinerweise meist an besonders schwer zugänglichen Stellen. Gute Nerven und Ausdauer sind gefragt. Ja, Spelunka ist zwar kein Adventure, aber ein Geschicklichkeitsspiel, das viel Strategie und ein gutes Gedächtnis verlangt. Profis zeichnen sich einen Lageplan des Höhlensystems aus, indem sie wichtige Stellen wie Energiezapfsäulen, Dynamitstangen, Schlüssel vermerken. Ungeduldige seien aber gewarnt. Ohne Ausdauer wird nach einiger Zeit gefunden. Ja, eine Bewertung an sich gab es nicht. Das war da also nicht so üblich. Das war die Happy Computer Sonderheft 385. Und jetzt übernehme ich mal die Steuerung. So, wir gucken mal. Also das Spiel scheint so, also im Extrem, nein, es scheint nicht, es hatte einen schon echt knackigen Schwierigkeitsgrad. Und wenn ich das richtig gelesen habe, wird das wohl scheinbar immer noch als eines der schwersten Spiele von damals bezeichnet. Keine Ahnung. Ich muss gestehen, das Spiel ist mir selber damals gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe es auch mal gespielt und gefrustet in die Ecke gestellt, wenn es denn wirklich so schwer war. Oder, ups, hoch möchte ich. Dann habe ich das damals bestimmt nicht zocken wollen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, wir machen uns mal hier weiter auf den Weg. Hier sind halt die Seile, da können wir dran hüpfen und dann dran hoch oder runter klettern. Hier auf dem Aufzug kann man drauf springen oder man stellt sich einfach nur auf die Plattförmchen drauf und schon wird man mitgenommen. Gar nicht so schwer. Runter den Aufzug, den brauchen wir. So, drüber hüpfen. Da habe ich das eingesammelt. Oh, hier kann ich schon mal drüber laufen. Ich dachte immer, das geht nicht. Zumindest bei meinem Probespielen, dann habe ich es in der Demo gesehen, dass man ja da wunderbar drüber latschen kann.
Dann tun wir das auch, ne? So, bam, bam, bam. Ich habe jetzt hier keinen Plan. Ich laufe hier einfach mal weiter und gucke einfach, wo wir hier ankommen oder auch nicht. Ich habe dieses Spiel ein paar Mal jetzt angefangen gehabt. Natürlich, klar, das wollte ich dann vorher doch mal wissen, weil es halt als besonders schwer gilt. Alalala. Ja, da muss man natürlich aufpassen, ne? Da wollte ich mich nicht ganz blamieren. So, hüpf drüber, hüpf rüber, hüpf rüber. So geht das. Immer schön hüpfen. Da ist was. Das sah aus. Wo sieht aus? Was sind das? Gibt's hier Edelsteine? Punkte. Bam, bam, bam. Ich weiß gar nicht, ob wann es hier ein Zusatzleben gibt. Das werden wir noch rausfinden. Tschüpp. Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal wieder zurück und hoch. Das heißt, dass da jetzt ein Geist kommt. Stell ich mich mal hier hin. Warte, bis er näher kommt. Und dann drücke ich nochmal Space-Taste. Meine Energie ist auch gleich runter. Da muss ich aufpassen. So, nochmal. Oh, hat er mich doch noch berührt. Das Arschloch. Spät gemacht. Hoch, 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 hoch. Gucken wir mal. Tipp, 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 tipp. So, immer weiter. Und auf den Aufzug. Runter. Überhüpfen. Aufpassen, wenn man da reinspringt, tut es unserem kleinen Helden weh. So, Energie getankt. Rüber. Rüber, rüber. Ja, man kann echt nicht besonders weit springen mit dem Kerl. Das heißt, man muss schon das Ganze ein bisschen abpassen. Das ist ein Hindernis. Und hier können so, die D-Taste. Taste. Wenn Jessica nach unten ziehen. Bäm! Versuchen wir es nochmal, den Geist jetzt hier. Ja, man muss es nur rechtzeitig machen, dann klappt das auch. Oh. Oh! Warum? Oh. Oh, das ist jetzt eine echt knappe Nummer hier, ne? Ich hab kein Leben mehr übrig. Aber... doch? Das Leben. Jetzt? Ein Saft? Nö, ne? Och, nein. Komme ich jetzt hier raus? Jetzt muss ich nicht wirklich warten, bis... ja, er kommt jetzt hier nicht frei, ne? Da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen warten, bis die Zeit abgelaufen ist und dann geht es gleich weiter. Ja, mein Gott, so ist es hier. Levels gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 laut Wikipedia zumindest. Elevator, The Ropes, The Falls, The Shaft, The Pyramid and Treasure. Treasure ist das letzte Level und wenn wir das geschafft haben, hätten, würden... dann hätten wir den Schatz. So. Bam. Da haben wir es geschafft. Das Leben haben wir verloren. Selten genug, dass man darauf wartet, dass man Leben verliert. Aber hier war es halt mal doch der Fall. So, jetzt gucken.
Und schon ist der Vogel weg. Komm. Ein bisschen Energie muss sein. Oh! Puck. Ja. Hat ja geklappt, ne? Ja, komm. Ein Ordner machen wir noch. Wenn er uns denn hier lässt. Lädt gerade ein bisschen das Spiel. Und so. Ja, hier bei Wikipedia heißt es auch, da steht es. Das Spiel wird von vielen Spielern bis heute 2012 als extrem schwierig bezeichnet. Bam. Das interessiert uns gerade nicht. Wir springen wieder ins Spiel rein. So, hier oben, das machen wir nochmal wie gehabt, wie wir es gerade gemacht haben. Und dann gucken wir mal. Dann gehe ich einfach mal straight ein bisschen weiter runter. Damit wir auch ein bisschen was anderes von dem Spiel hier sehen, als das, was wir jetzt gerade schon kennen. Oh. Ja. Bam. Da darf übrigens kein Zentimeter zu weit fallen. Ne? Da ist er tot. Hier gibt's, bei diesem Spiel gibt es keine Toleranz. Stirbt rasend schnell. Und die Bonusleben, das haben wir jetzt gerade ja schon gesehen. Da gibt es nicht ganz so viele. Das dauert immer so ein bisschen, bis da was dazu kommt. So. Rauf geht's und weiter geht's. Hier unten, das in der Ebene hier drunter, das sammeln wir direkt mit ein. Hier kommen wir ja noch ganz gut dran. Was kann ich mal? Scheiße, hab ich jetzt vergessen. War da hinten ein Energieteil? Wir gucken mal. Jo. So, ich habe gesagt, wir wollen jetzt mal ein bisschen weiter nach unten gehen. Das machen wir jetzt auch mal. Bei dem Bereich da hinten habe ich euch ja gerade gezeigt. Oh, Vorsicht. So, das können wir mitnehmen. Kann man seine Leben verlieren, ne? Okay, weiter runter. Schinnegal. Badum, 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 badum. Guck mal, was es hier so zu entdecken gibt. Ein paar Meter tiefer. Wir sind ja Höhlenforscher, also müssen wir mal ein bisschen weiter unten gucken. Hier, das, was ihr hier oben über mir jetzt gerade seht, da waren wir gerade eben. Als ich meine Leben verloren habe. Hier ist eine Lore. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir von oben nicht hier diese Fackeln oder was auch immer da ist. Keine Ahnung, was es halt sein soll, dass das uns den Schädel hier verbrennt. Weiter geht's. Das ist alles hier ein bisschen so Timing-Sache. Das kriegen wir hin. Da. Warum nicht? Ja, das war's. Ja, und das war's auch mit dem Leben. So, gucken wir mal. Ah, nee, okay, vergiss es. Mal ebenso drunter herlaufen, ist scheinbar nicht. Mist. Mache ich das jetzt mal eben nicht gerade so? Wupp, wupp. Oh, 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 war aber knapp gewesen hier. Okay, Musik, ne? Habt ihr ja schon gemerkt, gibt es hier nicht viel. Brauchen wir auch nicht. Ich bin, ach, ich kann auch bei dem, holla, bei dem Spiel nicht darauf, ob wir Musik haben. Auch nicht. Ich habe hier ganz andere Sorgen. Nein! Zum Beispiel, da ich schon wieder ein Leben verloren habe. Holla! Alter, Gott. Eine Runde noch.
Dann gehen wir jetzt direkt mit unserem Aufzug wesentlich tiefer. Und das soll es dann auch gewesen sein. Also, wenn ihr ein Atari 800 oder ein C64 habt, guckt euch das Spiel mal an. Das Ding ist schon ziemlich knackig und ziemlich geil. Muss man einfach sagen. Verstehe das schon, dass hier gesagt wurde, dass das Spiel sehr schwer ist. Ob es wirklich bis 2012, wo der Wikipedia-Artikel gemacht wurde, als eins der schwersten Werten ist. Keine Ahnung. Hier, das sagen wir mal ein. Ja, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen tiefer hier. So, dann warten wir mal, bis der Geist hier rankommt. Glaube ich jetzt. So, und hier gehen wir direkt auch weiter runter. Fehlen jetzt natürlich so Bomben oder sonst irgendwas. Die habe ich jetzt natürlich alle nicht dabei. Die hätte ich mal oben sammeln müssen. Keine Ahnung, was uns hier unten erwartet. Ob wir das brauchen oder auch nicht. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir die Energiespritze hier. Weiter runter. Ups. Eieiei, das ist aber eine fiese Nummer gewesen jetzt hier mit. Und weiter runter mit uns und. Ja, hier waren wir vorhin ja hängen geblieben, ne? Zu weit Also zu früh, nicht zu weit. Alter! Ja, wir gehen mal runter. Wollen wir sehen, was hier unten ist. Hier haben wir einen großen Steinhaufen. Aber ich habe keine Dynamit. Keine Bombe. Ja. Also, weiter runter. Wo kommt schon wieder unser Kollege Geist? So. Warten wir, bis er näher rückt. Fies, da. Das ist wahrscheinlich schon zu spät. Glück gehabt. So. Hier muss ich aufpassen, dass ich hier an diese Bläschen oder was nicht rankomme, ne? Sage ich und krepiere mein Leben. Ganz. Echt jetzt? Oh. Ja. Abgestürzt. Dort ist er. Spelunka. Atari 800 XL. Das Spiel von heute. Geile Nummer. Macht Spaß. Hat einen enorm hohen Frustfaktor. Das gebe ich zu. Und da werdet ihr auch euren Spaß dran haben, wenn ihr euch dann an diesem Spiel versucht. Für heute reicht es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat der Einblick in dieses Spiel gefallen. Lasst mal was von euch hören, Kommentar, Like, Abo, was auch immer. Würde mich freuen. Und ich sage in diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.